laufen ist man ja, was wir machen müssen. Wir dürfen nicht sprinten, glaube ich. Und ich bin gesprintet, ich wollte da durchsprinten. Und auf einmal war ich stehen geblieben. Inmitten von blutigen Fußspuren. Ja, das kennen wir ja schon. Ich muss die ganze Zeit gehen. Was ist denn los? Es ist gerade noch um 7. Ja, kurz nach 7. Das war gestern genauso, ey. Da musste ich die ganze Zeit gehen. Warum auch immer. Genau, wenn man aufnimmt. Schon ist ein Lockdown. Ja, keine Ahnung. JLJ oder JJ. Also die Tür war vorher noch nicht da, aber man sieht, da ist was. Warte, wo ist denn? Schneiden wir uns hier rein, damit er rum. Und da liegt sie jetzt. Welch Magie. Tag, Kollege. Gehst mir jetzt mal bitte nicht auf den Sack. Aua. Hey, da kommt er vor. Aber ist tot. Alles klar. Safe. Dual Wield. Mit dem da. Oh, cool. Voila. Haben wir das auch herausgefunden, dass man beides nehmen kann. Aha. Au. Au. Komm her. Noch zwei Schläge. Okay. Jetzt haben wir noch einen. Nice. Jetzt müssen wir nach oben. Spritze haben wir leider keine hier. Hi. Ah, siehst du, weil ich gesprintet bin. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Drei Türen, welche nehmen wir denn? Zählen da irgendeine Hinweise? Nö. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Okay. Ene, mene, mu. Und raus bist du. War blöd. Aber naja. Yay, ich will hier nicht rein. Ist das? Ja. Ich speichere mal, wenn ich das kann. Kann ich doch nochmal hier, ja? Ja, kann ich. Saving Progress, Dankeschön. War hier nicht was? Nee. Ein Zettel und eine Pistole. Das bedeutet nichts Gutes, eine Pistole zu finden. Today he took me out to a movie and then a restaurant afterwards. It's really not like him to be this, well, nice to me. It almost felt fake, as if he planned this date so very long ago. I feel asleep at his place afterwards. The happiest I felt in a long time. The next thing I remember is waking up with my head pounding. I had... Kann ich nicht umschalten irgendwie? Up with my head pounding, I had. Blättern kann man leider nicht. Mhm, alles klar. 2, 3 Dual Wield Mitte. Speicher lieber nochmal ab. Speichern ist key. Oh, hallo. War ja klar, dass irgendwo hier einer stehen muss. Bang. 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 Alles klar, easy. I had absolutely no idea where I was, and the strangest thing is that I didn't even feel scared. The place felt familiar to me somehow.
He appeared out of the gloomy shadows, and I then made the connection that I was chained to the wall in his basement. In that moment, some things about him came together in my memories. That flicker of insanity, the wild, evil look in... The wild, evil look in? In? Also, ich equip mal gerade mein Messer, wenn ich das aufkrieg. Natürlich nicht. Kann ich so nicht irgendwie zusammenkriegen, leider. Ich muss ins Menü und Dülwild machen. Dülwild Demit. Dadurch. Da ist was drin. Gehen wir hier rein. Hey! Schlüssel. Und wieder eine Notiz. In his eyes, he sometimes got too late. I come to the realization this man is fucking insane. My thoughts were interrupted by an excruciating pain in my foot, followed by the sickening sound of my toenail being pulled out. The pain would not cease. He did it slowly, methodically. By the look on his face, he was getting wahrscheinlich excited. Oh, sind ja. Die sieht ja an die Wand genagelt aus. Kann der weg? Oder kann ich. Guck mal, beide ankommen. Na, komm her. Bitte. Dir, Kollege? Aua. Er hat sich selbst gehauen. Er haut sich selber. Gut. Nice. Magazin. Immer Muni gespart und noch was dazu gekriegt. Immer gut. Ist hier was drin? Stop the pain. Stop the pain. Ja. Oh. 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 Habe ich aber gut weggeballert. Munition. Leider. Dummerweise. Alles klar. Hier ist a false amount of pleasure from this. Just as I thought I would die from this pain. The nail pulled free. The worst of the pain was gone, but this throbbing, bleeding stuff was annoying in itself. End entry. Ich finde noch irgendwas. Locked, gotta find that key. Ich hab doch einen Schlüssel. So, muss ich auch auswählen. Got it. Nice. Oh. Stell mich gerade einladend aus. Das. Hä? Speichern. Dieses Geräusch geht mir ziemlich auf die Nerven. Stimmt, verarschen. The light is your only chance. Bask in the warmth of safety. Ja, nö, ist klar. Lese ich mal gerade das Ding. Also lese ich erstmal das Ding. Once and say, do not take the things you hold dear for granted. Bin ich das? Oder? Ich soll doch im Licht bleiben, ne? Oder? Hm. Warte mal bitte. Warte. Scheiße. Es war nicht so geplant, dass ich aus Versehen schieße.
Isolation. Ich hab Angst. Oh, hi. Oh, Scheiße. Ich hatte keine Muni mehr. Alles klar. Dual Wield. Anmachen. Hebel betätigen. Und loslaufen, bitte. Kalt. Oder ich habe einfach nur Angst. Da war ich wohl ein bisschen zu schnell. Oh. Mein Kopf. Oder so. Irgendwas Fleischiges. Ja, ja, ja. Lies mir das mal kurz. Bringt da vielleicht irgendwas. Und. Dual Wield. An. Ha! Lichtbuch. Machen. Jetzt soll ich vorsichtig sein. Nicht zu weit vorrennen, sonst sterbe ich wieder. Soll ich nachladen oder soll ich mir lieber die 3 Schuss noch aufheben? Bin mir da gerade so unschlüssig. Ich darf halt auch nicht panisch dann irgendwie rechts oder links dann oder rückwärts runterfallen. Das wäre, glaube ich, unpraktisch. Komm her. Na, wo bist du? Ah. Alter, warum? Ach, wegen dem Licht. Ja gut, das vergesse ich dann natürlich. So, nochmal. Irgendwann muss es ja klappen. Ich werde mal nachladen. Kann ich jetzt natürlich nicht. Na toll. Peach Dollar. Nachladen. Danke. Nicht vergessen weiterzulaufen, nicht stehen bleiben und erst abknallen wollen und zurücklaufen. Daran habe ich natürlich überhaupt nicht gedacht, deswegen bin ich wahrscheinlich auch vorhin gestorben. Weil ich habe ja mehr als Hälfte von Leben. Also von daher. Ich glaube, ich mache die nochmal auf 3. Zur Sicherheit. Hey. Bist du? Ja. Oh, da ist ja noch eine, Alter. Wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn das bitte schön machen? Meine Güte, na komm. Press for forgiveness. Man muss da nicht Pull stehen, weil das ist ja kein Button, sondern ein Hebel. Naja. Komm erst mit der Licht. Hoppala. Sprint 3. Und vorsichtig weiterlaufen. Und wenn die kommen, stetig weiterlaufen. Nicht einfach stehen bleiben. Oder abhauen wollen. Ui, hat nach, Junge, hat nach. Ah, die ist schon tot. Ist auch down. Ich muss natürlich den schmalen Weg lang. Ja, geil. Wie viel Schuss habe ich überhaupt noch? Ja, noch ein bisschen. Noch ein kleines bisschen. Wo muss ich hin? Da? Scheiße. Fuck. Oh Mann. Na komm, jetzt schaff ich's.
Hebel ziehen. Und go. Go. Jetzt weiß ich ja schon mal, wo ich grob lang muss. Ich muss hochspringen. Auf diesen schmalen Pfad. Alter, ich halte mich damit glaube ich schon 10 Minuten oder so auf. Eigentlich unnötig. Ja, komm an, Alter, los. Nachladen nicht vergessen. Stirb doch endlich. Lieber meine Spritze. Oh, so die Spritze. Achso, ich hab sie gar nicht ausgerüstet. Und. Oh, nicht zu weit. Was passiert jetzt? Abuse discarded. Natürlich, bis dich. Gut, weiter lang. Ich habe nur noch 3 Schuss, hoffentlich kommt nichts. Oder nicht noch irgendwas. Ach, geschafft. Oh. Und? Bin ich fertig? Hilfe? War's das? Hallo? Hallo? Oh. Oh, bitte. Ich hab trotzdem Angst. This is your exile. Die, it will all end. Na, danke. Ja, danke. Komm, schnell. Schnell. The end. Wieso ist es hier trotzdem noch so dunkel? Das macht mir Angst. Kommt hier so ein Jumpscare? Aber war gar nicht mal so schlecht. Besser als das erste auf jeden Fall. Ging noch ein bisschen länger. Und damit verabschiede ich mich auch für diese Folge von Cry of Fear mal. Ein bisschen gruseligeres. Haut rein. Noch einen schönen Abend, noch einen schönen Morgen, was auch immer. Tschüss. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann schenkt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert mich. Hat euch das Video nicht gefallen, ist ein Daumen nach unten auch okay. Aber dann hinterlasst auch ein bisschen Kritik, Lob, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Denn das hilft mir bei den Videos weiter.